Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen hier wieder zurück zum LS13 Revival. Wir sind mit der Einsaat auf der 14 unterwegs, haben beim letzten Mal unsere Gewächshäuser nochmal gut versorgt und gedüngt auf der 10 und jetzt werden wir das Stroh einsammeln und dann ja, schauen wir mal, wie wir da in dem Punkt vorankommen. Die Kondo ist fleißig unterwegs. Ja, hat ja eine ganze Menge zu tun auf der 14. Dann warten wir aber erstmal eine Wachstumsstufe ab, damit wir sozusagen nicht wieder in so einen Stress kommen. Und ich hoffe natürlich, ja, dass das Ganze dann dauerhaft ein bisschen entspannter ist. Das war jetzt mit dem Regen ja schon ziemlich heftig, weil uns das doch einige Momente gekostet hat. Übrigens, 2000 Euro kostet uns unsere Folgekuh. Die sollten wir natürlich auch wiederholen. Dürfen wir nicht vergessen. Ja, die bringen uns schließlich gutes, ja, ihr wisst schon, gutes Geld. 7000 Liter haben wir. Das passt. Ich sehe gerade, Silage, nur noch 9600 Liter. Da sollten wir dann auch dran arbeiten. Wir wollen ja auf alle Fälle das eine Silage-Silo richtig schön voll machen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt am besten gedeichselt bekommen. Weil, da fehlt noch ein bisschen was. Ich glaube, einen Ladewagen müssten wir noch reinmachen. Das hier mache ich jetzt nur der Ordnung halber weg, weil das sieht einfach nicht schön aus, wenn da so ein paar Strohreste am Feldrand liegen. Das sieht unordentlich aus. Wollen wir natürlich auch nicht. Und in dem Punkt werden wir uns da jetzt so ein bisschen mal drum kümmern. Hab schon überlegt, ob wir ansonsten einfach das Ding verdichten und zudecken. Wir haben ja eine ganze Menge drin. Ich glaube, das sind über 100.000 Liter, die wir da reingepackt haben. Oder sogar noch mehr. Ich weiß es nicht. Es ist schon eine Zeit lang her, dass wir da gearbeitet haben. Aber es sollte auf alle Fälle eine Zeit lang für die Kühe ausreichen. Also ich würde es eigentlich schon ganz gerne mal ganz voll machen. Aber ich glaube jetzt, wenn wir da 50.000 Liter mehr drin haben, das macht den Bock auch nicht fett. Mit der Silage, die dann dabei rauskommt, können wir, denke ich mal, schon ziemlich lange arbeiten. Von dem Punkt her, ja, gucken wir gleich mal. Wir machen jetzt erstmal hier einen Ladewagen voll. Aber drum kümmern sollten wir uns auf alle Fälle. Denn wie gesagt, bei 9000 Litern ist nicht mehr allzu lange Zeit. Ein bisschen geht noch, aber man sollte es nicht auf die lange Bank schieben. Wir haben ja schon gemerkt, mit dem Gras, da ging auch auf einen Schlag eine ganze Menge weg. Und das ging ganz, ganz schnell runter. Und mit jeder Kuh, die wir jede Folge dazu kaufen, wird das natürlich auch ein bisschen schneller laufen. Von daher sollten wir schon zumindest mal ein Auge drauf haben. So, hier haben wir 12 Spuren. Die würde ich, so gut es geht, jetzt einsammeln. Das ist jetzt schon die zweite. Also wir haben ja sozusagen ein Sechstel schon fertig. Ne? Das sind also 16,66% sozusagen. Aber dank dem großen Ladewagen dürfte das eigentlich gut gehen. Also wir sind jetzt bei 20%. Ich glaube, wir kriegen da, weil wir jetzt auch nicht den großen Mähdrescher genommen haben, locker drei bis vier Spuren müssen wir locker reinkriegen. Das sollte passen. Davon gehe ich jetzt aus. Ansonsten, Einsaat auf der 14 läuft, das ist okay. Und dann schauen wir mal. Ich überlege auch immer noch, ob wir eventuell doch nochmal ein oder zwei Gewächshäuser kaufen sollten. Oder vielleicht sogar was ganz anderes. Kommt mir gerade eine Idee. Was ist denn, wenn wir anstelle von Gewächshäusern eine Solaranlage bauen? Das kostet ein Fünftel. Ah, das Gewächshaus bringt aber 80 und das hier bringt nur 190. Das ist natürlich doof, weil wir haben fünfmal so hohe Kosten, aber nur ja ein bisschen mehr als zweieinhalbmal so hohe Einnahmen. Das rechnet sich eigentlich nicht. Wenn das jetzt auch fünfmal so hohe Einnahmen wären, okay, aber so, glaube ich, macht das dann keinen Sinn. Schade. Weil das dauert ja dann noch länger, bis sich das Ganze gerechnet hat. Dann ist das mit den Gewächshäusern doch die bessere Lösung. Können wir mal gucken, dass wir vielleicht dann da auch nochmal so ein Gewächshaus dazu holen. Schon überlegt, so Folgengewächshäuser zu machen, aber wir nehmen ja nicht in jeder Folge 25.000 Euro ein. Das würde etwas lange dauern, bis wir da so auf den grünen Zweig kämen. Im Moment haben wir jetzt, lasst mal da gucken, zwei Bienenhäuser sind 60. Dann haben wir 3, 6, 9. Das sind ja schon 720, ach, 780. 870, 970, 2970, also fast 3000 Euro, die wir im Prinzip jetzt, na komm, fahr,
So, fast 3000 Euro, die wir jede Stunde einnehmen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Da kommt schon mal gutes Geld rein. Das könnten wir natürlich jetzt auch noch steigern. Also im Moment reden wir von Tageseinnahmen von 36.000 Euro. Aber da hätten wir natürlich noch viel, 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 was wir machen müssen, um das extrem nach oben zu schrauben. Und ich weiß nicht, ob sich das rechnet, weil das wird eine ganze Zeit dauern. Da hätten wir, denke ich mal, dann früher anfangen müssen mit, dass wir sagen, am Anfang der Folge, was weiß ich, so alle 5 Folgen kaufen wir ein Gewächshaus. Dann hätten wir jetzt hier 50 Gewächshäuser. Die würden dann pro Stunde 4.000 Euro bringen. Dann wäre das schon eine andere Geschichte. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja nur die paar Felder. Wir könnten ja eigentlich die Gewächshäuser noch ein bisschen pushen. Spricht ja eigentlich nichts dagegen. Einnahmen kriegen wir genug. Stündliche Einnahmen würden dann steigern. Also von dem Punkt wäre das eigentlich eine ganz coole Option. Doch, ich glaube, das machen wir. Da können wir vielleicht doch noch mal so ein wenig investieren, dass wir dann noch mal etwas Geld reinkriegen. Wir kriegen ja im Moment, wenn wir jetzt was bei den Kühen mal rechnen, pro Tag zusammengerechnet das Geld für 2 Gewächshäuser nur durch die Milch von den Kühen rein. Und das wird ja auch immer mehr jeden Tag. Also könnten wir uns da eigentlich schon so eine Art, ja, Spirale schaffen, mit der wir dann sozusagen immer mehr verdienen und das Ganze auch nur aus den Einnahmen sozusagen generieren. Würde bedeuten, wir würden kein Erntegeld in die Hand nehmen, sondern nur das Geld von der Milch und von den Einnahmen selber und würden daraus wieder Neues schaffen. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Das ist gar nicht so verkehrt. Doch, der Gedanke gefällt mir. Das ist eigentlich die beste Optimierungsmethode, ne? Aus dem, was man erwirtschaftet, aus dem Gewinn sozusagen neue Anlagen zu bauen, um mehr Gewinn zu erwirtschaften an das eigentliche Kapital, muss man dann damit gar nicht ran. Das ist eigentlich der optimale Weg. Ich denke, das ist eine gute Idee. Jetzt haben wir noch 6 Spuren, das heißt, wir haben jetzt schon die Hälfte des Feldes durch. Wow. Und das mit einem Ladewagen. Das ist gar nicht verkehrt. Das ist gar nicht mal schlecht. Also heißt das ungefähr 2 volle Ladewagen. Gut, BGR hat natürlich dann erstmal ein bisschen Arbeit, aber bringt uns ja auch wieder Geld rein, ne? Kommt ja auch dazu. Bringt nochmal extra Kohle. Das ist gar nicht verkehrt. Ich glaube, das machen wir auch. Doch. Wir gucken gleich mal, was als nächstes oder welches Gewächshaus als nächstes dran wäre. Und dann werden wir da auch so weiterverfahren. Da werden wir gerade das nächste ansetzen. Und dann kriegen wir da wenigstens auch wieder zusätzliche Einnahmen sozusagen. So, wir fahren sowieso jetzt runter. So, dann fahren wir auch gleich mal runter. Können da gleich bei den Kühen erstmal hier wieder Stroh abgeben. Um dann erstmal zu sehen, wie viel die Kühe an Stroh möchten. Wir haben jetzt 2 Folgetiere drin, da dürfte schon ein bisschen was weggehen wieder. Und ich glaube, wenn wir dann unten sind, werden wir nochmal mähen, weil dann können wir gleich die doppelte Menge einsammeln. Dann können wir auch gleich mal probieren, ob das Decken funktioniert. Genau. Ha, das ist doch nicht schlecht. Denn wie gesagt, da oben haben wir noch mindestens eine Wachstumsstufe Zeit, bis wir da loslegen. Also von daher eilt das noch nicht so mit der 10. Aber gut, dass wir jetzt schon mal die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte erledigt haben. Das hilft uns ja dann schon mal so ein bisschen weiter. Hauptsache, es geht voran. Wer jetzt mein Let's Play XXL Westbridge Hills sich anschaut, die Mega-Challenge gegen Umweltrettung, der wird feststellen, dass hier unten alles schön vollgebaut ist mit diversen Produktionen und Zeug. Also da ist schon einiges, was wir da im Prinzip hier nutzen. Da haben wir zwar keine Gewächshäuser, aber wir haben eine ganze Menge andere Sachen da stehen. Das Klingeln eben war nur die Erinnerung, dass morgen Restmüll und Gelbetonic gesammelt wird, also eingeleert wird. Muss ich dann nur schauen, dass ich das noch dann rausstelle. Die Rest habe ich schon raus. So, mal gucken, was die wollen. Oh ja, da geht schon ein bisschen was weg. Fast 8.200 Liter. Das ist schon eine stolze Nummer. Aber zumindest sind sie jetzt für 6 Tage wieder versorgt. Das ist gut. Sehr gut. So, das geben wir schon mal bei der BGA ab, damit die da im Prinzip Direktemente wieder produzieren kann. Außerdem kann sie uns gleich wieder ein bisschen Gülle produzieren. Das ist auch wichtig. Sehr gut.
So. Und einmal rein damit. So, wir fangen hier mal ein bisschen an zu mähen. Mal gespannt, ob das jetzt wirklich eine zweite Schicht gibt. Ich versuche das mal so gut es geht auf die andere sozusagen draufzulegen von der Höhe. Weiß nicht, ob man da einen Unterschied dann erkennt. Aber ja, ist schwer zu sagen, ne? Ich bin mal beim Aufnehmen zumindest gespannt, ob es dann einfach doppelt so viel wird. Das kann man ja dann relativ schnell feststellen. Ist natürlich gar nicht so einfach hier bei dem, sagen wir mal, relativ breiten Schwad jetzt genau den Weg zu finden, um die Schwade aufeinander zu legen. Aber so wie das aussieht, scheint das ganz gut zu funktionieren. So. 53.000 Liter sind dann, hoffe ich mal, relativ schnell voll. Also wir haben ja jetzt schon über 200.000 Liter Gras ungefähr hier liegen. Das ist also in dem Punkt gar nicht so schlecht. Können natürlich jetzt auch mal sagen, wir fahren hier ein Stück nebendran, gucken, ob der Schwad breiter wird. Ja, der wird breiter. Also es scheint tatsächlich mit dem Stacken zu funktionieren. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, und dann müssen wir nur gleich mal schauen, wie es aussieht wegen der Geschichte Silage für die Kühe. Ob wir es dann direkt verdichten oder ob wir nochmal schnell sagen, okay, einen Ladewagen packen wir noch rein. Ich denke mal, das können wir uns zeitlich noch erlauben. Dürfte eigentlich kein Problem sein. So. Jetzt sind wir die Hälfte von dem Außenring bis jetzt gefahren. So, jetzt testen wir das mal. Hier gucken wir mal gerade wegen der Verdichtung. Dafür brauchen wir den Freund sowieso gleich. Kommen wir hier durch. Ich sage das jedes Mal. Diesmal hat es wieder funktioniert. Sehr schön. Können wir auch gleich mal gucken, wie viel wir da jetzt tatsächlich schon drin haben. Es ist eine Menge, das weiß ich. Aber wie viel wie viel ist eine Menge? Das müssen wir jetzt gucken. 229.000 Liter. Wow. Ah, da können wir noch eine Runde drauf geben. So, die ist fertig. Aber nicht so, wie wir es gerne hätten. Das habe ich mir fast gedacht. Nicht Helfer. Licht. So. Ah, eieiei. Wenn man auf den Tasten rumjongliert und dann die falsche erwischen, das kommt davon. Eieiei. Den schmalen Bereich da oben müssen wir nämlich noch auch einsehen. Aber das ist ja, denke ich mal, nicht das Thema. So, dann kann der, würde ich sagen, hier loslegen. Ja, bei dem Geholper tut er sich immer ein bisschen schwer, der Helfer. Deswegen vielleicht ganz gut, wenn wir hier dann starten. So, Helfer, go. Wasserfass ist klar. Oh, der ist voll. Da sollten wir mal abtanken. Genau, an die Rapsernte habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Seht ihr mal. Da habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Uiuiui. Und der steht hier unten und steht und wartet. Unglaublich. Ui. So, jetzt kann der abtanken. Hier. Gucken wir jetzt mal mit der Wiese, wie das funktioniert. Stroh haben wir abgegeben. Ich will jetzt nur mal den Test machen, einfach nur mal um zu sehen, ob das wirklich dann doppelt so viel ist oder nicht. Da werden wir dann einfach mal einen Test machen. Wir fahren mal so ein paar Meter mit der normalen Spur und gucken dann, bis wohin die Spur geht, wie viel wir aufgenommen haben und das rechnen wir dann mal um. Fahren dann die zweite Spur, die jetzt doppelt gemäht ist, und gucken dann einfach mal, wie sich das vom Vertrag her, vom Ertrag her vergleicht, dass wir dann einfach mal sehen, ja, inwiefern man das da aufeinander stapeln kann, ne? Es gibt dann Leute, die sagen, ja, ich mache das dann viermal und dann habe ich einen Ladewagen schnell voll, gut, dann hat man mehr Fahrerei, aber unterm Strich macht das eigentlich nicht viel aus. So, wir fangen da mit der doppelt gemähten an. Dann fangen wir hier mit der normalen Spur an. Und würde sagen, wir nehmen mal so 5.000 Liter auf und gucken mal, wie weit wir bis dahin fahren müssen. Und dasselbe testen wir dann, wie gesagt, auch mal auf der Spur nebenan, wo zweimal gemäht ist. Und dann sehen wir ja schon, wie weit wir kommen. So, 5.012. Oh, einigermaßen gut getimt. Das ist gut. So, jetzt fangen wir hier auf derselben Höhe an.
und probieren das mal, wie das mit dem zweimal gemähten läuft. Und dann schauen wir mal, ob das mehr bringt. Oder wo wir dann stehen, wenn wir bei 10.000 Liter ankommen. So, hier müssen wir hin. Okay, Fahrstufe 2 und einmal starten. Oh ja. So, wir sind schon da. Und die erste Spur, wir können jetzt weiterfahren, ist ja kein Problem. Aber es geht um einiges schneller. Guck mal, wie weit wir jetzt noch fahren. Und da beginnt die Spur, auf der wir eben getestet haben. Also das mit dem Stacken funktioniert wunderbar. Wir kriegen da richtig viel zusammen. Das läuft eigentlich top. Bin ich begeistert. Ist eine coole Geschichte. Ich glaube, dann kriegen wir den Ladewagen entsprechend auch schnell voll. Also wenn wir dann zwischendurch Zeit haben, können wir ohne Probleme gern hier dann nochmal eine Runde abmähen. Sozusagen schon mal auf Vorrat legen und dann, wenn wir es brauchen, einfach schnell einsammeln und abfahren. Weil das geht hier schon richtig zur Sache jetzt, ne? Also als Zwischenarbeit, wenn man keine Zeit hat, schnell mal drüber mähen, ist das schon gut. Und wenn man es braucht, einsammeln, dann hat man gleich eine richtig dicke, fette Menge. Aber als Dauerlösung würde ich das jetzt nicht nutzen, weil normalerweise nutzt man oder braucht man das Gras ja eigentlich auch dann, sobald man es abgemäht hat und kann es irgendwo unterbringen. Also nur um da jetzt viel auf Vorrat zu haben, ist das, denke ich mal, nicht sinnvoll. So, und wir sind schon bei 50.000. Wir drehen mal und fahren hier auf der normalen Spur wieder ein bisschen zurück. Wir müssen sowieso gleich wieder, oder können sowieso gleich abbrechen, weil wir fertig sind. So, ist schon durch. Dann geben wir das gerade bei den Kühen noch ab. Und dann würde ich sagen, machen wir danach auch das Ding zu. Aber ihr seht, ja, es lohnt sich tatsächlich. Also, Mythos bestätigt sozusagen. Läuft. Brauchen wir uns also erstmal keinen Stress zu machen. So. Wir schauen mal gerade, wie sieht es hier aus. Ah, der ist jetzt an dem Übergang hier gerade. Mal gucken, ob er das da auf der Ecke hinkriegt oder nicht. Oder ob er schon wieder irgendwo steht. Es scheint sich nämlich gerade nichts zu bewegen. Ich weiß nicht, ob der da jetzt gerade weiterfährt. Doch, er fährt hier unten. Ah, der fängt von hier unten an, fährt hoch. Dann gucken wir mal, ob er das so weit hinkriegt. Aber im Moment ist er noch am Einsehen. Das ist gut. So, und wir füllen jetzt hier mal auf. So, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was sich da jetzt fülltechnisch ergibt. Wir sind ja schon bei 76%, also ich glaube, viel mehr können wir dann auch nicht mehr reinpacken, wenn der Ladewagen drin ist. Ich glaube, dann sind wir schon relativ gut am Limit. Na, das sieht eigentlich ganz gut aus. So, 86% und voll. Und jetzt? Ah, hier vorne kann ich noch was reinpacken. 90%, 91%, 92%. Ja, so ein klein bisschen geht noch. Aber gut, okay. Also 300.000 Liter gehen rein. Ich denke mal, das ist aber so okay. Ich glaube, das können wir so lassen. Also auch hier schön voll gemacht. Das ist gut. Das heißt, jetzt können wir auch oben drauf verdichten. Das Ganze notfalls noch ein bisschen breit fahren. Ich weiß nicht, ob sich das groß breit fahren lässt, aber wir müssen es ja auf alle Fälle erstmal jetzt hier... Oh je. Große Kuhle. Schwierig. Müssen wir ein bisschen schräg ranfahren. So. Weil das verfährt sich irgendwie auch nicht so richtig breit. Schade. Ich dachte, das wird sich noch so ein bisschen angleichen, aber anscheinend nicht so wirklich. Okay. So, einmal wieder mit Schwung und Schmackes dahinter. Ah, und schon hängen wir wieder fest. Weil ich sehe optisch jetzt auch keine Veränderung, was natürlich hier bei dem kurzen Weg auch relativ schwierig ist. Ich glaube, da tut sich nicht viel. Aber wir kommen im Verdichten ganz gut voran. 67%. Das ist ein kurzer Weg, das geht. Wichtig ist ja nur, dass wir es auf 100% haben, weil vorher können wir entsprechend ja leider noch nicht
zumachen. Jetzt sind wir schon wieder zu weit gefahren. Jetzt hängen wir schon wieder. Uiui. So, einmal wieder zurück. Uiui. Komm, greif. Ist nicht leicht. So, müssen wir ein bisschen tricksen. Aber es geht ja alles. Geht alles. Wenn man will, dann geht das. So, 89%. 92%. Also das Ding komplett voll zu machen und dann zu verdichten, ist schon eine ganz schöne Arbeit. Aber es funktioniert ja. Gut. So, dann ist das zu. So, Silo ist auch zu. Das passt. Optimal. Dann kann das nämlich für die Schweinchen schon mal gären. So, und du? Kannst hier ruhig noch fertig. Achso, du hast fertig eingesät, oder was? Sieht fast so aus, ne? Gucken wir mal. Ja, sieht gut aus. Gut, dann können wir dich zuklappen. Fahren den schon mal zur 10. Ist ja nicht allzu weit. Hast du hier auch eingesät? Jawohl, hat alles geklappt. Sehr schön. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ohne Wachstumsversatz, das ist sehr gut. So, jetzt müssen wir unten gleich nur den Schwack noch wegstellen, weil da stehen wir, glaube ich, schon wieder im Weg. Ich habe das gerade so im Gefühl, dass wir da gerade schon wieder im Weg stehen. Jawohl. So, und tatsächlich schon wieder 23.000 Liter hier drin. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, ne? So, welche Wachstumsstufen haben wir jetzt zusammenliegen? Die 15... läuft einzeln, 16, 17 läuft einzeln, die 14 läuft einzeln. Da würde ich sagen, machen wir dann die 10 und die 19 noch zusammen. Das heißt, eine Wachstumsstufe warten wir jetzt erstmal ab. So, dann denke ich mal, werden wir den hier auch nochmal abtanken. Der müsste jetzt hier einen Moment einlaufen. So, das passt. Ja, ein bisschen was drin. Nicht allzu viel, aber ein bisschen was. Aber dann kann er den Rest komplett durchernten und dann schaltet sich der Helfer ab. Dann haben wir das zumindest, falls wir mal nicht direkt dran denken, keine zusätzlichen Kosten. Das läuft dann einfach und funktioniert. Ja, und der ist voll. Das ist okay. Gut, dann können wir mit dem hoch auf die... Ne, wir machen erst was anderes. Wir gucken hier gerade was. Wir brauchen ein... Das hatten wir als erstes, dann brauchen wir jetzt die Tomaten wieder. Wir kaufen noch ein Gewächshaus, kommt Leute. So, 10, 15, 16. So lässt sich eigentlich relativ leicht orientieren. So, dann müssen wir hier runter. Müssen wir gerade gucken, wir drehen das schon mal in die richtige Richtung. Passt das jetzt? Jawohl. Das heißt, wir müssen hier dann das Gewächshaus hinstellen. Ich hoffe, das passt. Das lässt sich gar nicht so toll drehen, wie man das gerne hätte. Ich denke, so ist gut. So, bauen wir das Ding noch auf. Dann machen wir auch gleich Folgendes. Wir füllen da schon mal ein bisschen Wasser rein. Dass wir das in der Folge noch fertig kriegen. Dann ist das zumindest versorgt. Und dann können wir in der nächsten Folge eventuell nochmal ein bisschen Wasser uns organisieren. Also langsam wächst die Reihe ein wenig. Aber ist ja auch okay. Ja, wieder 80 Euro pro Stunde zusätzlich. Oh, da geht es jetzt hügelig bergauf. Das wird schwierig. Ich glaube, wir fangen dann wahrscheinlich hinten die zweite Reihe eher an. Weil hier auf dem Hügel das dann zu bauen wird, wahrscheinlich schwierig, das komplett in Anführungszeichen dann zu bedienen. So, dann holen wir uns noch ein bisschen, wenn wir gerade am Kuhstall sind, ein bisschen Mist. Also dafür ist jetzt gut, dass die Kühe so viel Mist produzieren. Können ja gerade mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie viel Mist wir haben. 62.000 Liter. Ah, 54. Wir haben bei 70.000 Liter angefangen. Also ihr seht, das geht relativ zügig runter. Klar, das hält jetzt auch eine Zeit, aber trotzdem. Das geht dann schon gut. Also hier von der Höhe geht es noch. Das ist noch kein Problem, aber ich glaube, viel weiter dürften wir nicht. Das wird dann wahrscheinlich doch ein bisschen eng. So, mal schön langsam einfüllen, dass wir nicht zu viel nebendran kippen. Oh, 3000 Liter Mist, das ist gut. Damit ist das Gewächshaus auch erstmal versorgt. So, und dann fangen wir von hinten diesmal an mit dem Auffüllen.
Denn wenn man hier vorne jedes Mal auffüllen, ist vorne voll und hinten irgendwann leer. Das ist natürlich auch blöd. Da muss man dann immer mal so ein bisschen schauen, dass man so, sagen wir mal, das Gleichgewicht hält. Weil ansonsten ist hier hinten auf einmal leer. Das ganz hinten haben wir, glaube ich, aufgefüllt. Ja, das sieht voll aus. Hier müssen wir definitiv auffüllen. Da geht noch ein bisschen was rein. Jetzt aber. Da haben wir schon wieder eine halbe Schaufel verballert, weil wir nebendran gekippt haben. Und das verschwindet im Nirvana. Das kommt dann nicht einfach irgendwo auf dem Boden, wo man es wieder aufsammeln kann. Nö, das ist weg. Ja, deswegen muss man genau gucken, dass man da natürlich gut ranfährt. So. Und hier vorne schauen wir nochmal in das rein. Ja, da ist noch ein bisschen Platz. Und dann haben wir den Mist auch schon unter. Also ihr seht, wir brauchen schon eine ganze Menge Mist, ne? Das war's. Ende. So, den wollten wir noch zur 10 fahren. Wir sind nämlich gleich schon wieder am Ende der Folge, sehe ich gerade. Eieiei, das geht so schnell. Das geht so schnell. Unglaublich. So, wir sind jetzt hier an der 13. Da links ist die 13, ne? Hinter dem Autokino. Das heißt, wir fahren jetzt da hoch zum Händler und dann sind wir gleich beim nächsten Einsatzort angekommen. Starten werden wir vielleicht in der nächsten Folge. Ich würde ganz gern schauen, dass wir dann das Stroh noch runterkriegen. Obwohl, wir warten erstmal auf die Wachstumsstufe. Ne? Ich sage einfach, wir starten in der nächsten Folge, aber die nächste Wachstumsstufe ist ja noch gar nicht durch. Das ist ja sonst wieder ein bisschen blöd. Wenn wir gar nichts zu tun haben, mähen wir einfach. Ist ja kein Problem. Kuhsilage ist erledigt. 14 ist erledigt. Der Test mit dem Mähen und dem Stacken haben wir auch hinter uns. Ein neues Gewächshaus haben wir aufgebaut. Also im Moment, denke ich mal, läuft es gut. Und wir sind jetzt über 3000 Euro, die wir im Prinzip jede Stunde bekommen. Jetzt können wir nochmal schnell einen Blick auf unsere Kühe werfen. Die haben auch schon wieder 13.000 Liter. Das ist eine ganze Menge. Achso, wir haben hier vorne angefangen. Dann fangen wir mit der Einsaat später auch hier vorne an. Ich will das Ding dann nur so hinstellen, dass wir dann mit dem Milchwagen keine Probleme kriegen. Je nachdem, wann die Wachstumsstufe durchgeht, müssen wir dann noch einen Moment warten. So, aber jetzt schon wieder 15.000 Liter, das ist gut, ne? So, dann kann hier der Helfer in der nächsten Folge starten. Oder wenn es dann soweit ist, sag ich mal. So, das haben wir soweit, den haben wir fertig, der ist durch. So, dann passt das auch. Oh nö, das dauert mir zu lang. Bis ich mit dem jetzt darüber gefahren bin. Nee, nee, nee. Das machen wir anders. Wir fahren mit dem Freund hier hoch. Und füllen das dann direkt um. Können dann gleich nochmal schauen, wie der Rapspreis ist. Ob wir das schon wieder verkaufen wollen. Weil, so wie ich das sehe, kommt hier eh keine Nachfrage. Dann können wir auch das Zeug gleich verkaufen. Ich denke, das macht mehr Sinn. So, der Rapspreis liegt bei 877. Das ist eigentlich nicht schlecht. Und ich glaube, der hier hat das Rohr nicht ganz ausgeklappt, ne? Bist du pingelig? Junge, bist du pingelig? So. Okay. Aber auch kein Problem. Ja, da können wir auch mal ein Auge drauf halten. 877, wie sich es um 5 Uhr verändert. Ob wir da entsprechend was nutzen oder nicht. Ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal den hier nach Hause bringen noch. Das schaffen wir heute noch. Denn hier unten brauchen wir jetzt erstmal keinen Mähdrescher. Der nächste wird dann wieder auf der 15 fällig. Und da ist es nicht mehr allzu weit. Aber da hätte ich eine Idee. Moment mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ich hätte da eine Idee. Die 15 fängt doch hier unten an. Dann können wir den doch eigentlich direkt von hier unten starten lassen. Ich will jetzt aber nicht hier kreuz und quer chaotisch fahren. Deswegen klappe ich das Ding gerade mal auf. So, und bei der 15 kriegen wir auch schon wieder Stroh rein. Nur mal so informativ, ne? Kommt auch schon wieder Geld. Das heißt, mit dem Strohgeld können wir wahrscheinlich schon wieder das nächste Gewächshaus kaufen, was uns Einnahmen bringt. Also, ja, es steigert sich so langsam voran. Das ist gut. So, hier ist 15. Nach der 15 käme dann die 14. Ja, das heißt, wir fangen hier auf der rechten Seite an. Können ja den Mähdrescher so lange stehen lassen. Den anderen können wir dann auch an die 15 ansetzen, vielleicht dann von oben. Und dann passt das. So.
Aber wir gucken uns das gleich nochmal an, ob das jetzt auch so alles richtig ist. Nicht, dass wir jetzt hier am falschen Feld beginnen wollen. So, das klappen wir schon mal ein. Wir schauen uns das nochmal an. Ne, 15 ist okay. 16, 17 dauert einen Moment. Das heißt, wir können dann den Freund eigentlich oben an die 17 anstellen. An die 15, nicht an die 17. 15. Ah, Mann, so viele Zahlen. So viele Zahlen. Unglaublich. So, dann passt das auch. Gut, und dann sind wir für heute auch schon durch. Wir haben für die nächste Ernte alles vorbereitet. Mit dem Raps schauen wir mal, wie sich der Preis entwickelt. Ob wir da noch was verkaufen. Wir schauen nochmal gerade in die Statistik. Wir haben vom Raps immer noch 220.000 Liter. Oh mein Gott. Wir könnten echt noch richtig Kohle machen, wenn der Preis so bleibt. Wären das allein schon mal 170.000, 180.000 Euro wieder, die da reinkommen. Also vier Fuhren würden wir wegkriegen. 240.000. Puh. Ja, das müssen wir uns überlegen. Ansonsten verkaufen wir drei Fuhren. Ist ja auch kein Problem. Es muss ja nicht immer gleich alles weg sein, ne? Alles gut. Jedenfalls eingesät ist jetzt alles. Bis auf die 10 und die 19. Aber das machen wir mit der nächsten Wachstumsstufe. Ansonsten für Gerstennachschub ist gesucht. Für Maisnachschub ist auch gesorgt. Da können wir auch gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen Mais abgeben. Wenn der Preis so bei 400 steht, wären das auch nochmal knapp 100.000 Euro. Also ich denke, da sind wir schon ganz gut dabei. Ja, in dem Sinn sage ich für heute erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir gucken mal, Wachstumsstufe geht noch nicht durch, aber wir haben hier Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Also eigentlich umgekehrt, aber ich meine jetzt vom Versatz her. Das heißt, die vierte Wachstumsstufe würde dann für die 10 und die 19 gelten. Da können wir dann mit den Dreschern getrennt drauf gehen. Und dann haben wir das eigentlich soweit ganz gut im Griff. So, und dann schauen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge, ob wir was verkaufen. Ansonsten mähen wir hier unten bei der 21 noch ein bisschen ab. Unsere Gewächshäuser haben wir platziert. Das passt soweit. Kühe sind soweit versorgt. Silage für die Kühe läuft. Also eigentlich alles im Griff. In dem Sinn speichere ich mal ab. Sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.